Hallo, hier ist der Michael aus Berlin-Rahnsdorf. Ich bin Mentaltrainer und Hypnose-Coach und ich habe heute folgenden Tipp für euch, so aus diesen Negativ-Gedankenspiralen etwas herauszukommen. Oftmals wundern wir uns ja, wie stark besetzt sind wir im Denken und mit welcher affenartigen Geschwindigkeit sich unsere Gedanken um ein Thema drehen, von dem wir eigentlich wissen, dass es völlig sinnlos im Augenblick ist und trotzdem ist diese endlose Laberei mit uns. Und oft besetzen wir es negativ und oft besetzen wir es mit Groll und Wut und Anspannung. Und dass das nicht zielreich ist, das wissen wir zwar auf der einen Seite und trotzdem auf der anderen Seite machen wir da weiter. Deswegen folgender Tipp zur Intervention. Geht mal zurück in das wertungsfreie Beobachten aller Dinge um euch herum. Wertungsfrei, damit meine ich, dass wenn ihr etwas hört, es nicht mit einer Bewertung oder einer Interpretation verbindet. Beispiel: Ein Hund bellt. Eine Interpretation, Bewertung könnte sein: Ah, das ist der Hund des Nachbarn. Ah, das ist der, der immer vor uns, vor dem Bürgersteig da sein Häufchen hinterlässt. Ach, den Nachbarn, den könnte ich sowieso mal meine Meinung sagen. Das Hören eines Hundes, das Bellen eines Hundes ist das Bellen eines Hundes. Das Zwitschern eines Vogels einfach nur den Ton folgen. Das Sehen eines Autos, was vorbeifährt am Fenster, einfach nur der Bewegung folgen. Und wenn wir das jetzt mit unserer Atmung verbinden, also im Gleichklang mit unserer Atmung, werdet ihr merken, wie stark entschleunigend es wirkt, wo ich das Wort nicht so mag. Kaugummi, Wurzel. Aber wie es euch zurückbringt, einfach in den Moment und damit auch ins Leben zurück. Immer wieder sage ich gerne, was sich hier oben im stillen Kämmerlein abspielt, das ist vielleicht die Realität, aber es ist nicht die Wirklichkeit. Und um die Wirklichkeit zu verstehen, dürfen wir uns bemühen, einfach dann und wann wir uns darauf konzentrieren, wirklich die Dinge wertfrei zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken. Also einfach nur beim Namen nennen. Ein Hund bellt, Vogel zwitschert, Auto fährt vorbei, ein Herzschlag, ein Atem. Halleluja. Alles Liebe, alles Gute. Bis bald.